Guten Morgen, ich bin arbeitssuchend und kann meinen Lebensunterhalt nicht von meinem Ersparten decken. Deshalb lese ich das Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörungen. Ich habe angefangen mit Epidemiologie und Verlauf der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Das ist geschrieben von Michael H. Stone, Professor of Clinical Psychiatry, Columbia College and of Physician and Surgeons, New York City, 225 Central Park West, Suite 140, New York City. Ich war mit so ein paar Sachen, sind mir aufgestoßen dabei. Und deshalb habe ich das für den deutschen Markt maßgebliche Manual mitgebracht. Das ist von der American Psychiatric Association, Diagnostisches und Statistisches Manual Psychostörung DSM-5. Das ist weitestgehend mit dem ICD-10 konform. Alle Sachen aus dem ICD-10 sollten auch da drin stehen. Es gibt manchmal kleine Ungenauigkeiten, das ist auch gewollt so, in Absprache mit der WHO, weil Psychiater sind jetzt nicht unbedingt. Psychiater sollen auch im ICD-10 nachschlagen und im Zweifelsfall erstmal die ICD-10 Diagnose stellen. So, wenn man jetzt da reinguckt, ich mache mal die Eieruhr an. Habe ich lange nicht mehr reingeguckt in das Buch. Gibt es diagnostische Kodierungen und diagnostische Kriterien und Kodierungen. So, da ist die noch nicht aufgeführt, aber es gibt ja auch hinten noch ein Sachregister. Soziale Persönlichkeitsstörung. Geht auf 633 los. Disruptive Impulskontrolle und Sozialverhaltensstörung. Da wird was zu dem Thema gesagt. Zum Beispiel Störungen mit oppositionellem Trotzverhalten. So, ich vermute auf den Seiten 300, 903 diagnostische Kriterien und diagnostische Merkmale. Wie heißt das Kapitel? Epidemiologie und Verlauf der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Da sind wir noch nicht bei Diagnostik angekommen. Ich gucke immer gerne. Entwicklung und Verlauf ist 392 bis 393. Müsste man vielleicht mal gucken, was da steht. Da wird von Anpassungsstörungen gesprochen, da ist garantiert dann auch das mit dabei.
103. Ich muss mich hier erst orientieren. Es ist schon lange her, dass ich das mal ernsthaft in die Hand genommen habe. Antisoziale Persönlichkeitsstörungen. So, das sind jetzt für Deutschland die maßgeblichen diagnostischen Kriterien. Das ist jetzt amtlich mit Brief und Siegel und gerichtsfest. Antisoziale Persönlichkeitsstörung, diagnostische Kriterien, ein tiefgreifendes Muster von Missachtung und Verletzung der Rechte anderer, das seit dem 15. Lebensjahr auftritt. Das heißt, mindestens drei der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein. Das erste Mal, dass man eine antisoziale Persönlichkeitsstörung überhaupt diagnostizieren kann, ist nach dem 15. Lebensjahr, das steht da schon. Und es muss ein tiefgreifendes Muster sein, das heißt, es muss häufig auftreten und über einen längeren Zeitraum und klar zu beobachten sein. Wenn die Kriterien nicht erfüllt sind, dann geht das nicht. Das kann schon aufgrund des zeitlichen Verlaufes manchmal der Fall sein, wenn jemand mit 15 Jahren und 2 Monaten so eine Diagnose reingeknallt bekommt, spricht das einfach nur für einen durchgeknallten Arschlocharzt, der wahrscheinlich gar keiner ist. Ist an der Stelle dann interessant zu erfahren, wann die Diagnose das erste Mal gestellt wird. Ich würde mich nicht trauen, sowas vor dem 17. Lebensjahr zu stellen. Man muss dann schon auch 2 Jahre Zeit haben, damit es ein tiefgreifendes Muster von Missachtung und Verletzung der Rechte der anderen gibt. Und weil es um Rechte geht, gehört da auch eine entsprechende Gerichtsakte dazu. Das ist keine Kleinigkeit, wenn so eine Diagnose gestellt wird. Mindestens 3 der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein. Versagen, sich in Bezug auf gesetzmäßiges Verhalten gesellschaftlichen Normen anzupassen, was sich in wiederholtem Begehen von Handlungen äußert, die einen Grund für eine Festnahme darstellen. Bingo, kann man quantifizieren, Festnahmen. Falschheit, die sich in wiederholtem Lügen, dem Gebrauch von Decknamen, dem Betrügen anderer zum persönlichen Vorteil und Vergnügen äußert. Wenn sich jemand falsch, mit falschem Namen ausgibt, kann man auch quantifizieren. Impulsivität oder Versagen, vorausschauend zu planen, ein klares Kriterium, fehlender Schulabschluss, gefälschte Unizeugnisse, gefälschte Abschlüsse. Reizbarkeit und Aggressivität, die sich in wiederholten Schlägereien oder Überfällen äußert. Gehört für mich wieder die entsprechende Gerichtsakte dazu. Es kann nicht sein, dass die Staatsanwaltschaft mit einem Psychiater oder Neurologen oder in meinem Fall ist es jemand, der sich auf Krebsmedizin spezialisiert hat und Unfallarzt ist, wedelt als Unfallarzt. Weiß ich nicht, wie das in Deutschland ist. Ich bin in wesentlichen Teilen vom französischen Militär ausgebildet worden, als ziviler Mitarbeiter. Rücksichtslose Missachtung der eigenen Sicherheit oder der Sicherheit anderer. Durchgängige Verantwortungslosigkeit, die sich im wiederholten Versagen zeigt, eine dauerhafte Tätigkeit auszuüben oder finanzielle Verpflichtungen nachzukommen. Wenn jemand nicht in der Lage ist, regelmäßig auf sein Konto zu gucken und sich um seine Geldgeschäfte zu kümmern, zum Beispiel. Fehlende Reue, die sich in Gleichgültigkeit oder Rationalisierung äußert, wenn die Person anderen Menschen gekränkt, misshandelt oder betont hat. So, jetzt kommt es, die Person ist mindestens 18 Jahre alt, da steht es schon. Vor dem 18. Lebensjahr kann man so eine Diagnose gar nicht stellen. Eine Störung des Sozialverhaltens war bereits vor Vollendung des
15. Lebensjahres erkennbar. Ist manchmal schwer nachzuvollziehen, ist ein relativ weiches Kriterium. Ist meiner Meinung nach scheiße, aber egal. Das antisoziale Verhalten tritt nicht ausschließlich im Verlauf einer Schizophrenie oder einer bipolaren Störung auf. So, das ist ein relativ hartes Kriterium. Und danach kommt dann die Borderline-Störung, das ist der nächst schwerere Hammer. F16.2, Cluster B, Persönlichkeitsstörung. Naja, damit kann ich deutlich mehr anfangen als mit dem, was der gute Michael H. Stone gesagt hat. Deshalb habe ich mich beim letzten Mal auch so darüber aufgeregt. Ja. Nur um dem Mann nicht recht zu tun, man kann sich das, was ich gerade gesagt habe, anhören und das andere ist halt sein Wortlaut und dann sich selbst eine Meinung bilden. Finde ich immer wichtig, gerade bei sowas. So, ich lese dann mal weiter. Tada, das BGB ist gefallen. So, wir sind angekommen bei 2.2. Sexueller Dimorphismus und Antisozialität. Dimorphismus ist Dimorphismus ist eine Verwachsung, also eine sexuelle Verwachsung und Antisozialität. Das Kapitel heißt Epidemiologie und Verlauf antisozialer Persönlichkeitsstörungen. Sexueller Dimorphismus und Antisozialität. In allen Bereichen der Antisozialität hat man eindeutige Unterschiede zwischen den Geschlechtern festgestellt. Am deutlichsten ist dies an den extremen Polen des antisozialen Spektrums zu erkennen, an denen wir es mit offener Gewalt und entsprechenden Gefängnisstrafen zu tun haben. Die Wahrscheinlichkeit hinter Gittern, euphemistisch oft Strafvollzugsanstalt bezeichnet, euphemistisch heißt Weichzeichnen, Schönzeichnen, glaube ich. Zu landen ist bei Männern 5 bis 8 Mal so hoch. Die war also mit der Diagnose 5 bis 8 Mal so hoch die Wahrscheinlichkeit, hinter Gittern zu landen. Die Wahrscheinlichkeit, einen Mord zu begehen, ist 10 Mal so hoch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit,
mit der Diagnose antisoziale Persönlichkeitsstörung einen Mord zu begehen, ist 10-mal so hoch. Das gilt für Männer wie für Frauen. Ich persönlich habe ja den Eindruck, dass wesentlich mehr Morde von Frauen begangen werden, nur dass da noch systematischer weggeschaut wird. Ich bin gestern hier von einer Frau mit einer offensichtlichen Borderline-Störung in der Thüringer Straße in Solingendorf angemacht worden. Die hat mir mit Frau Frambach gedroht. Mir ist nicht klar, warum ich in so einer Nachbarschaft so leben muss und warum so eine durchgeknallte Alte in Deutschland nicht richtig kontrolliert wird. Da ist auch nicht damit getan, dass gesagt wird, die müsste eigentlich ihre Fußfessel anlegen oder irgend so eine Scheiße. Da gehört jemand hin, der da eine Ansage macht und im Zweifelsfall soll die zum LVR in entsprechende Wohnungen ziehen oder in Gated Community, was weiß ich was. In einer genossenschaftlichen Siedlung hat sowas überhaupt gar nichts zu suchen. Die Alte hatte so dermaßen offensichtlich eine Borderline-Störung, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wohnt hier im Haus gegenüber. Ich weiß nicht, warum man so schöne. Nee, ich sag's jetzt besser nicht. Nur nochmal als rechtlicher Hinweis, ich erzähle hier mein persönliches Erleben. Ich habe extra den Radiowecker da hinten stehen, damit man nachvollziehen kann, an welchem Tag ich das erzähle. Kein Bock auf Ärger. Mit 97% ist Massenmord am häufigsten am äußersten Ende der Skala ein nahezu männliches Phänomen. Das heißt, Frauen töten nicht massenweise, sondern nur gezielt. Halte ich auch für ein Gerücht. Sexueller Serienmord ist ein nahezu ausschließlich männliches Phänomen. Die Anzahl männlicher Sadisten übersteigt die der Frauen bei weitem. Okay. Die Entwicklungspsychiatrie hat eine Reihe von Erklärungsansätzen anzubieten. Das Problem ist, bei Serienmord und bei männlichen Sadisten steht hier keine Quelle dabei. Und bei der Wahrscheinlichkeit, hinter Gittern zu landen, auch nicht. Das ist nicht wissenschaftlich hier in dem Buch, das ist komplette Scheiße. Ich muss dann auch schon sagen, wo man seine Zahlen her hat. Die Entwicklungspsychiatrie hat eine Reihe von Erklärungsansätzen anzubieten, anhand derer sich diese Unterschiede verstehen lassen. Die verschiedenen antisozialen Subtypen lassen sich als Überzeichnungen des sexuellen Dimorphismus interpretieren, was diejenigen Gefühle angeht, die sich als optimal für unsere Spezies erwiesen haben. Frauen zeigen demzufolge prosoziale Emotionen, zum Beispiel Angst, Traurigkeit, Glück. Wie sie für die Aufzucht von Kindern und die Beschaffung von Nahrung notwendig sind. Bei Männern sind es Emotionen, zum Beispiel Wut und Verachtung, die das Territorialverhalten bestimmen. Was für ein Schwachsinn. Aggressives Jagen und Verteidigung der Gruppe. Wenn es um aggressive Impulse geht, das ist so ein Schwachsinn, der hier steht. Michael H. Stone, wir wissen jetzt, warum du in der Wohnung in der Park Avenue, New York Central Park, ich weiß gar nicht, wo ist die Wohnung nochmal, ich sag nochmal die Straße. Es ist übrigens nur eine Geldfrage um so einen Scheiß. Was ist das? Columbia College of Physicians and Surgeons ist in den USA wirklich nur eine Geldfrage, so ein Columbia College of Physicians, und es ist
Central Park West, ja, Park Avenue ist das. Genau. 225 bei Central Suite 114. Geil, kein Wunder. Ich möchte an der Stelle sagen, Herr Freud persönlich sitzt hinter Ihnen und Sie legen sich auf so eine geile Liege und die Muschi wird feucht, bevor er Ihnen wieder die Antidepressiva für die Woche rüberschiebt. So. Wenn es um aggressive Impulse, ich weiß nicht, wie man so einen Dreck auf Papier bringen kann. Wenn es um aggressive Impulse geht, in unserer Spezies, aber auch bei anderen Arten, so korreliert die Antizipation eines Kampfes mit einer erhöhten Ausschüttung von Dopamin und Testosteron, ja. Bei mir geht es bei der Antizipation eines Kampfes vor allem um das Adrenalin, weil die Muskeln versorgt werden, dass das da nicht auftaucht. Freud wusste es auch noch nicht. So. Und ganz ehrlich, Dopamin wird da ganz bestimmt nicht mehr ausgeschüttet. Es handelt sich hier um neurophysiologische Unterschiede, die sozusagen das Spezialgebiet von Männern darstellen. Ich weiß nicht, wie man so eine Scheiße im Buch schreiben darf. Es ist wirklich einfach nur absoluter Schwachsinn. Und jetzt kommt es, jetzt wird über Gehirngröße gesprochen. Ganz ehrlich, es gibt Leute, die das dann auch glauben. Das ist das Allerschlimmste, dass man... Bah, so Typen sind so widerlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Zum Glück habe ich nachgeguckt. Es handelt sich hier um neurophysiologische, das Volumen des ventromedial-präfrontalen Kortex wiederum ist bei Frauen größer als größer, bei Männern kleiner. Jetzt kommt es, also da haben Frauen das größere Gehirn und dieser Unterschied korreliert ebenfalls mit der Ausprägung von Aggression, da der ventromedialpräfrontale Kortex den emotionalen Ausdruck steuert. Männern mit ihrem kleineren ventromedialpräfrontalen Kortex neigen stärker dazu, den Ausdruck von Emotionen zu unterdrücken, was in Stress- oder Kampfsituationen ganz offensichtlich sinnvoll ist und im Dienste des Überlebens steht. Aha. So. Wahrscheinlich liest er das sogar vor und spätestens jetzt hat die Alte auf der Liege so dermaßen eine feuchte Muschi, dass die sagt, verschreib mir wieder meine Pillen, ansonsten kriegt mein Mann mit, dass ich Sex haben will. So, wahrscheinlich stöhnt die auch noch ein bisschen rum und packt sich selbst an und der Typ sitzt dahinter, kastriert wie er ist und denkt sich, hey, ich krieg nicht mal meinen Ständer davon. So, aber ich habe mit auf der Park Avenue. Allgemein betrachtet korreliert aggressives Verhalten mit Rivalität um Ressourcen, Paarungsmöglichkeiten und Überlebenschancen. Meine Muschi wird feucht. Sexuelle Selektion, das heißt Unterschied im Reproduktionserfolg via Wettbewerb um Paarungspartner, ist bei vielen Säugetierarten unserer menschlichen Spezies eingeschlossen, wir sind alle nur Säugetiere, weit verbreitet und manifestiert sich für gewöhnlich darin, dass männliche Individuen größer sind als weibliche und über hervorstehendere Waffen verfügen. Zum Beispiel Reißzähne.
Typ mit hervorstehenden Waffen. So, jetzt, die sind garantiert geil. Liebe Zuhörerin, ich hoffe, Sie haben eine feuchte Muschi und rennen deshalb nicht gleich zum Psychiater. So. Der biologische Hintergrund aggressiven Verhaltens ist wichtig für das Verständnis menschlicher Aggression und in der Folge für das Verständnis exzessiver und maladaptiver Formen von Aggression im Rahmen von Antisozialität und ihren verschiedenen Unterformen. Ach ja, so. Und jetzt. Dafür muss man wirklich auf die Park Avenue, New York, Central Park, zu Professor H. Stone. Der heißt auch noch H. Stone. Er ist der mit Vornamen. Michael, Mushy Michael H. Stone. So. Mushy Michael finde ich gut. Professor Mushy Michael. Meine Damen, nur damit Sie sehen, dass ich keine Stände habe, ich hole mir jetzt noch einen Kaffee. Merker wachsen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, welche Form auch immer, wiesen nahezu ausnahmslos antisoziale Verhaltensmuster
in der Kindheit auf. An der Stelle möchte ich einfach nochmal auf das DSM-5 zurückgreifen. Und zwar das offizielle Manual in Deutschland ist von Hochgräfe ausgegeben worden. Ist ein Fachverlag für sowas. Es ist von 2015 und es ist herausgegeben von der American Psychiatric Association und Sie werden es kaum glauben, damit die Diagnose gestellt werden darf, steht da, eine Störung des Sozialverhaltens war bereits vor Vollendung des 15. Lebensjahres erkennbar. Sonst darf die Diagnose gar nicht gestellt werden und wenn hier steht, Erwachsene mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, an der Stelle übrigens interessant, die Diagnose darf nur bei Erwachsenen gestellt werden, mit welcher Form auch immer, wiesen nahezu ausnahmslos antisoziale Verhaltensmuster in der Kindheit auf. So kann ich auch Professor werden, meine Damen und Herren. So. Scheiße auf Papier. Antisozialität im Jugendalter. Obwohl die DSM-Kriterien für die Diagnose einer antisozialen Persönlichkeitsstörung ein Mindestalter von 18 Jahren festlegen, haben wir auch schon rausgekriegt, gilt es in der Praxis als allgemein anerkannt, dass antisoziale Störungen, auch die schwerwiegenden unter ihnen bis hin zur Psychopathie, bereits im Jugendalter diagnostiziert werden können und dass psychopathische Tendenzen bereits bei 6- und 7-Jährigen anzutreffen sind. Jetzt gucke ich nach, ob hier Psychopathie drin steht. Und wenn da nicht Psychopathie drin steht, merkt man, dass der Typ einfach nur das größte Arschloch der Weltgeschichte ist. Dem geht es nämlich einfach nur darum, rechtssicher irgendeine Scheiße dahin zu schmieren, ohne dass ihm hinterher einer... an Karren pissen kann. Denn Psychopathie hat hier keiner. So. Psychotrop, psychotisch, psychische, psychologische Faktoren, psychotische Störung. Psychopathisch steht hier gar nicht im Sachregister drin. Also, liebe Kinder, liebe Jungen und Mädchen aus Höchscheid, wenn ihr nicht wollt, dass hinterher jemand klagt, sagt ihr psychopathisch und keiner weiß, was gemeint ist. So. Kann ich mich jedes Mal drüber aufregen. So. Das Schlimme ist, so Arschlöcher treten noch als Gerichtsgutachter auf. Und der deutsche Richter an sich ist auch schon saudoof. Und die glauben dann auch noch, dass sie auch anhand eines solchen Urteils urteilen sollten, dürfen, müssen, anhand Gutachtens urteilen sollten, dürfen, müssen und tun das dann auch. Und so einer landet dann im Knast oder der Forensik und es hat sich nicht mal mehr jemand angeguckt, der in der Lage ist, so ein diagnostisches und statistisches Manual in die Hand zu nehmen und einmal im Sachregister nach psychopathisch aufzugucken. Es ist ein einziger Skandal. Vor allem, wenn solche Spinner vor Gericht auftreten dürfen. Dann gibt es wieder Arschlöcher, die sich auf solche Bücher beziehen. Es ist das Allerletzte, was sich da abspielt. Ich
Im Grunde genommen ist der Typ jedes Mal eins voll auf die Fresse kriegen, wenn ich hier psychopathisch auf ihn die Videokamera vorlese. Naja, ich habe mich entschlossen, das Buch vorzulesen. Ich mache das auch. Verhaltensstörungen im Kindesalter, oft ein Vorbote später antisozialer Störungen, finden sich bei einem von 10 oder 20 Kindern. Nahezu alle jugendlichen Straftäter erfüllen als Kinder die Kriterien einer Verhaltensstörung, drei Viertel sogar die Kriterien einer antisozialen Persönlichkeitsstörung. Diese Zahlen sprechen dafür, dass antisoziale Persönlichkeitsstörungen sehr wohl vor dem 18. Lebensjahr diagnostizierbar sind. Dolan und Coit liefern in ihrer Diskussion des natürlichen Hintergrunds antisozialer und psychopathischer Störungen zusätzliche empirische Belege und richten das Augenmerk auf die zunehmende Verschlimmerung der Symptome. Diese reichen von einem vergleichsweise milden Ausprägungsgrad im Kindesalter bis hin zu sehr ernsthaften Pathologien. Diese reichen von einem vergleichsweise milden Ausprägungsgrad, Sturheit, Wutanfälle halte ich für so dermaßen normal im Kindesalter. Wenn ein Kind nicht lernt, Nein zu sagen, kann man es direkt beerdigen. Bis hin zu sehr ernsthaften Pathologien, Brandstiftung, Stehlen, Drogenmissbrauch. Drogenmissbrauch finde ich auch normal. Jedes Kind will irgendwann mal ein Glas Wein trinken und merkt, dass es einfach nur total besoffen ist und nicht mehr zurechtkommt. Wahrscheinlich pullert es sich auch ein. Gehört zur Entwicklung dazu. Ein Teenager. Bis hin zu sehr ernsthaften Pathologien im Teenageralter. Da steht ja sogar Teenageralter Drogenmissbrauch. Ich habe noch nie einen Teenager getroffen, der nicht mal saufen wollte. Ich sage da aber nichts zu. Weibliche Hormone sind auch Drogen. Ich kenne jede Menge Mädchen, die ihrer Mama schon mal die dicke Antibabypille geklaut haben, damit die in den BH passen, der ihnen im Kaufhaus so gut gefallen hat. Ich sag da wirklich nichts mehr zu. Ich halte mich lieber an das, was hier steht. Die Checkliste für Psychopathie im Erwachsenenalter, PCLR, die Robert Hare und seine Kollegen entwickelt haben, die absolut scheiße ist und die man nicht benutzen darf, wurde aus diesem Grund für den Einsatz in jüngerer Population modifiziert. Es gibt ein diagnostisches, statistisches Manual, das in Deutschland zugelassen ist und man sollte bitte da reinschauen. Mit Hilfe von Katamnese-Studien hat man versucht, ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich guck mal nach, ob hier Katamnese-Studien drin sind. Ich weiß es wirklich nicht, ich bin zu doof zu. Ich kann auch das Denken von solchen gestörten Menschen nicht nachvollziehen. Und damit meine ich den scheiß Auto auf der Park Avenue. Katatonie. So, Katatonie kenne ich und Katamnese-Studien weiß ich nicht, was das ist. Wahrscheinlich werden die Leute unter Drogen gesetzt, sodass sie sich nicht mehr richtig bewegen können und nur noch da liegen und brabbeln oder irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall was Widerwärtiges. Wahrscheinlich ist es auch komplett illegal.
Mithilfe von Katamnesestudien hat man versucht, Vorhersagen darüber zu treffen, wie oft und unter welchen Bedingungen sozial störende Verhaltensmuster in der Kindheit, Verhaltensstörungen, Störungen mit oppositionellem Trotzverhalten, reaktive Bindungsstörungen, Schlägereien. Oder andere Formen antisozialer oder psychopathischer Störungen auch im Erwachsenenalter zutage treten. Ist es interessant, eine Schlägerei wird auf einmal zur antisozialen Persönlichkeitsstörung. Der Typ hat so dermaßen nicht mehr alle Tassen im Schrank, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und wie gesagt, was Psychopathie ist, weiß auch keiner. So, ich habe noch 15 Minuten auf der Uhr, mich aufzuregen, und dann reicht es auch. Sonntag gibt es keine Aufzeichnung, dann mache ich am Montag wieder mit einem anderen Thema weiter, was mir mehr Spaß macht. So. Ich versuche mal, das hier zu Ende zu bekommen. Dann höre ich auch auf. Ich sage da jetzt nichts mehr zu. Wie Donald Black. Donald. Please end diese Dumpste. Wie Donald Black feststellte, legten Jungen, die als Jugendliche die Kriterien einer antisozialen Persönlichkeitsstörung erfüllen, für gewöhnlich bereits im Alter von 8 Jahren Verhaltensauffälligkeiten an den Tag. Bei den Mädchen war dies ab der Pubertät der Fall. Ja, genau. Mädchen sind viel lieber als Jungen. Im Gegensatz dazu entwickelten Kinder, die das 15. Lebensjahr ohne derartige Verhaltensmuster erreichen, in der Regel auch später keine antisozialen Persönlichkeitsstörungen. Am besten bekämpft man das direkt mit Medikamenten schon im Kindesalter. Und dann wird da später auch keine antisoziale Persönlichkeitsstörung drauf. So denken solche kranken Menschen. Und es sind wirklich einfach nur Geisteskranke, die ihren Kindern schaden wollen, die ihnen sowas erzählen. So. Merke, Erwachsene mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, welche Form auch immer, wiesen nahezu ausnahmsloses antisoziale Verhaltensmuster in der Kindheit auf. In ihrer Katamnese-Studie, die in der Sheldon und Ellen Glynn über einen Zeitraum von 10 bis 25 Jahren männliche jugendliche Straftäter untersuchten, wie gesagt, ich weiß nicht, was das ist, ich weiß, was Katatonie ist, und ich weiß, dass man sowas mit Medikamenten herbeiführen kann und dass das hochgradig illegal ist, wenn das absichtlich gemacht wird. Ich habe auch keinen Bock, sowas zu googeln, mir wird dabei schlecht von, ich kriege das Kotzen. Fanden die Forscher, dass die Wahrscheinlichkeit, in der Spätadoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter verhaftet zu werden, sehr viel höher, um einen Faktor von 3 bis 4, bei denjenigen war, die bereits in der Kindheit straffällig geworden waren. Wozu man da Katamnese-Studien braucht, weiß ich nicht. Über die Lebensspanne betrachtet war die Wahrscheinlichkeit eines niedrigen Schulabschlusses, schlechterer Ausbildung und Berufsaussichten sowie eines instabilen Familienlebens bei diesen straffällig gewordenen Jungen ebenfalls höher. Robbins wiederum stellte fest, dass das Alter insofern einen Unterschied machte, als Männer jenseits der 60 nur noch selten verhaftet werden und dass sich bei